Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über The Sommerhaus der Stars. Am Sonntag steht das Finale des Sommerhaus der Stars an. Erste Informationen sind bereits durchgesickert. Mehr als jemals zuvor polarisiert das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr. Die noch laufende 5. Staffel des Kampf der Promi-Paare polarisiert und bietet reichlich Diskussionsstoff, nicht zuletzt, weil ihr, wie der Premiere des Reality-Formats Promis unter Palmen im Frühjahr, Mobbing einzelner Kandidaten vorgeworfen wird. Mehr als jemals zuvor polarisiert das Sommerhaus der Stars in diesem Jahr. Die noch laufende 5. Staffel des Kampf der Promi-Paare polarisiert und bietet reichlich Diskussionsstoff, nicht zuletzt, weil ihr, wie der Premiere des Reality-Formats Promis unter Palmen im Frühjahr, Mobbing einzelner Kandidaten vorgeworfen wird. Annemarie Eilfeld sprach auf Instagram von einem krassen Abend. Die Zuschauer sollte besonders interessieren, wie das Aufeinandertreffen des Bachelorpaares Andrej Mangold und Jennifer Lange mit Eva Benetatou verläuft. Bild Online weiß bereits, welches Spiel auf die letzten Paare zukommt. Wie das Blatt berichtet, stehen diese vor einem Regal, in dem Würfel stehen. Auf den Würfeln befinden sich Teile eines Bildes, das die Gegner zeigt. Die Finalisten müssen die Würfel aus dem Regal schießen und dann neu anordnen, so dass am Ende ihr eigenes Gesicht zu sehen ist. Kurz vor Schluss flogen Eva und Chris aus der Show. Von den verbliebenen Paaren wird noch eines vor dem letzten Spiel ausziehen müssen. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Sommerhaus der Stars. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.